Ja, Superheldengeschäft. Man kann ja eigentlich gar nicht mehr vom Geschäft reden, gell? Also, die Leute machen sich ja auch gar keine Vorstellung. Ich habe ja auch Ausgabe, aber fast keine Einnahme, gell? Also, da kommt ja viel raus, aber es kommt nichts nie. Das ist ja das Hauptproblem bei der ganzen Sache, gell? Also, ich habe ja auch Subunternehmer. Der Han kann der Harry. Dann habe ich noch verschiedene andere Leute, die mir ja auch Rechnungen stellen, gell? Also, da geht es ja auch schon mal los. Jetzt gibt es aber nicht so viele Superhelden hier in Deutschland. Das heißt, eigentlich sind wir alle scheinselbstständig. Dann, wo melde ich welches Gewerbe an? Ich habe jetzt ein Gewerbe als freier Künstler, was jetzt aber auch nicht unbedingt dem entspricht, was ich ja mache. Also, Sie sehen selber, da sind so viele Sachen, gell? Da wird man in meiner Situation wird man eher Bundestrainer, als dass man da jetzt wirklich mal Apps auf drei kriegt, finanziell gesehen, gell? Das Telefon, sehen Sie selber, steht still. Also, hier, da kann man mal abnehmen. Da ruft seit Jahren keiner mehr an. Ich muss auch immer hören, Polizeifunk und lauter so Schissdreck, gell? Damit ich vielleicht einmal eher am Tatort bin. Aber Sie hören? Konkurrenz schläft nicht, gell? Hallo, da Han kann der Harry ja nicht. Wir sind jetzt seit 5 Jahren sind wir zusammen und haben ja eine Hufe Schissdreck schon erlebt. Das kann man schon sagen, gell, Harry? Ja, sie. Hallo, hallo. Hallo. Hallo, eine Zeit lang haben wir es ja mal probiert als FKK-Mann und der Nugget-Eye-Boy. Ja, ich stehe dazu. Aber wissen Sie, also ich glaube, die Leute waren einfach noch nicht so weit. Die Leute waren einfach noch nicht so weit. Ist generell, war auch teilweise echt problematisch. Gerade als FKK-Mann die Rettung mit dem Schiff, das war keine so schöne Sache. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass uns irgendetwas wehtut, aber gut, die Leute haben halt schon gedacht, wenn man ihnen ein Tau reicht auf ein sinkendes Schiff, müssen sie zugreifen. Aber es war halt keins, gell? Da habe ich heute noch Probleme, heute noch. Natürlich haben wir vor jedem Einsatz eine minutiöse Vorbereitung, wenn wir ihnen das gerade mal zeigen dürfen. Herzlich willkommen bei der Badenews. Sehr verehrte Damen und Herren, wir haben hier eine Eilmeldung. Uns wurde ein Video zugespielt, das möchte man Ihnen natürlich jetzt nicht vorenthalten. Ich bin der Kugelknabe. Mich kann keiner aufhalten. Nicht diese Handkantengrippe und auch nicht diese Badenbarte. Hallo, der Badenbube da? Auftrag? Hallo, da kommen wir gleich. Hallo, hallo, sind wir sofort da? Handkante, Harry, bist du soweit? Ja. Ah, super, wir legen gleich los, wir sind sofort bei Ihnen. Super, danke, also, gell, bis gleich. Tschüssle. Ah, das finde ich auch mal klasse, Herr. Wir haben einen Auftrag. Kämpfen wir wie Männer. Jetzt wäre viele sagen, super gelaufen, wir haben ihn besiegt, aber erstens habe ich voll eine auf die Nuss drauf gekriegt, ja, wegen der scheiß Maske, ich sehe auch gar nichts mit dem Ding, von wegen Röntgenblick und hier, da Han kann der Harry. Ich hab's übertrieben. Ja. Jetzt haben wir Anzeige wegen Körperverletzung, das heißt 6.000 Mark Schmerzensgeld. Auch super. Gibt's diesen Monat wieder nichts zum Fressen halt, gell? Und Miete müssen wir wieder gucken. Ja, auf der Russa halt. Ja. Die geht dieses Jahr wieder auf den Start, diesen Monat. Hallo. So sieht's aus im Superheldenleben. Überlege euch genau. Auge auf bei der Berufswahl, gell? Ja, ist nicht einfach. Jetzt tut mir die Hand auch noch weh. Spitze.